Hi und hallo alle zusammen. Wir sind vor der gruseligen Tür, die mit einem knarzenden Geräusch sich hier geöffnet hat. Und ihr seid gespannt. Ich bin gespannt und jetzt gehen wir da rein. Okay, ist gar nicht doch so spannend, wie ich vielleicht zuerst vermutet hätte. Aber es gibt natürlich wieder einiges zu entdecken. Hier sind irgendwelche komischen Bläschen. Wir gucken zuerst mal uns den Zettel hier an. Heute war einer der schlimmsten Tage. Visionen einer Hexe zerstörten die Wände unseres Heiligtums, verdarben die Predigt und gaben uns Krämpfe. Stimmen erklangen. Tänze brachen aus den schrecklichen Symbolen schwebend durch die Luft und nahmen Reverend Masters die Luft. Ach so, Reverend. Ach Gott, ja, lesen muss man können. Reverend Masters hat also keine Luft mehr gekriegt. Kinder wurden von Krämpfen übermannt und spien Nadeln. Okay, schräg. Ugh. Alle, die kleiner waren als ich, folgten dem Ruf und starben. Meine Geschwister haben diese schmerzerfüllte Welt verlassen. Das scheinen hier zwei zu sein. Wir haben die Toten beerdigt und diesen Ort denen überlassen, die ihn beanspruchen. Ich habe beschlossen, diese Seite aus meinem Tagebuch zu reißen und in der Kapelle zu lassen. Ich möchte alles vergessen. Herr Masters sagte, es sei ein Jammertal auf Erden. Er erinnerte mich an seine Predigt, in der er zitierte: Rühme dich nicht des morgenden Tages, denn du weißt nicht, was heute sich begeben mag. Ein weiser Rat. Ich werde noch einige Zeit meine schwarzen Bänder tragen. Okay. Definitiv ist hier irgendwas Schreckliches passiert. Gut, sie wurde dazu getrieben, ihr Haar auszureißen. Ja. Hübsch. Hier sind anscheinend mehrere Kinder gewesen. Das geht auf jeden Fall auf. Aber die möchte irgendwas haben. Ein Buch. Ja, natürlich. Wir haben doch ein Buch. Guck mal. Das Buch beschwert die Arme und die Statue spuckt Stecknadeln aus. Sind das etwa die Stecknadeln, die die Kinder da ausgespuckt haben, oder was? Ich nehme den Haufen Stecknadeln von dem Buch mit. Na gut, Buch bleibt da. Gucken wir mal die andere Statue an. Eine Statue, die ein Buch hält. Aha, ach so, das sollte nur so ein Tipp sein hier. Ein Schlüssel. Ja, gut, nehmen wir den halt mal. Das scheint ein Stern zu sein. Eine Wolke und ein Blitz. Eine rohe Schnitzerei der Sonne. Ein Mond. Die Radierung eines Blattes. Unheimliche alte Kerzen. Ja, schon unheimlich. Gehen wir mal hier zurück. Ich weiß nicht, was das uns hier noch später sagt. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Kind, was Stecknadeln ausspuckt. Den Zettel haben wir uns schon angeguckt. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal zurück. Vielleicht gucken wir hier nochmal rein. Nee, ich glaube, kann man erstmal nichts machen. Vielleicht gucken wir mal in den PDA. Also, das war das Letzte, was wir hatten. Hier geht's weiter. Ich habe zwei herausgerissene Tagebuchseiten gefunden, die schreckliche Ereignisse in dieser Kapelle beschreiben. Laut Aussage des Mädchens drang ein Dämon während des Gottesdienstes ein und trieb alle in den Wahnsinn. Es ist traurig, dass das jüngste anwesende Kind die schrecklichen Ereignisse nicht überlebt hat. Okay. Soweit, so gut.
Dann haben wir hier als nächstes an den Wänden und an anderen Stellen in der Kapelle fand ich Bilder, die wohl von Kleinkindern eingeritzt wurden. Die Kinder haben dies wohl gemacht, während das Böse diesen Ort vor langer Zeit heimgesucht hat. Ich fange an, ein Flüstern zu hören. Ich glaube, ich muss so schnell wie möglich hier raus. Gut, raus sind wir ja. Wir können ja nochmal gucken, was wir alles haben. Wir haben eine Kachel mit einem Löwen. Wir haben eine Kachel mit dem Auge. Wir haben eine schwarze Schleife. Und wir haben einen kleinen Schlüssel. Wofür der wohl sein mag? Vielleicht gehen wir nochmal hierher. Ich habe den DNA-Tester platziert. Ich brauche nur die DNA und den Namen. Haben wir nicht. Blutstropfen haben wir auch leider nicht. Komm heraus und sprich mit mir, Eichhörnchen. Was könnten wir dem Eichhörnchen anbieten? Ich weiß ja nicht. Was sollen wir mit dem Wurm machen? Das ist auch... Wir haben so viele Sachen. Und... Es ist noch rätselhaft. Schauen wir doch mal. Sie ist fest verschlossen. Wir haben doch einen Schlüssel. Jetzt sag mal bloß, dass dieser Schlüssel vielleicht zur Kiste gehört. Ich kann kein Schlüsselloch erkennen. Es wäre auch zu schön gewesen irgendwie. Aber irgendwo muss doch ein Schlüsselloch sein. Ja, dann wird es wohl irgendwie da oben noch weitergehen. Schauen wir nochmal hier rein. Ob hier irgendwas mit einem Schlüsselloch vielleicht ist. Das können wir nicht nochmal wieder rausholen. Hier ist eigentlich auch nichts mehr zu tun. Ja, nee, ich glaube, hier drin sind wir fertig. Dann... Direkt vom Rechtsanwaltsbüro Rostig und Spitz. Das sieht schon so aus, als ob man damit irgendwas noch machen soll. Aber die Frage ist, was, ne? Nichts passiert. Hätte mich ja auch gewundert. Nee. Nee. Probieren einfach mal wild alles durch. Also vielleicht können wir irgendwas zerschneiden damit. Wie wäre es, wenn wir hier Knochen zersägen? Schade. Das hatten wir ja schon. Hm. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas später zerschneiden. Ich weiß aber noch nicht was. Oh, das hatten wir schon. Dann gehen wir nochmal da rein. Hier muss ja irgendwas mit sein. Also mit diesem Dings hier. Irgendwas mit diesen Zeichnungen noch. Ein Stern. Kacheln mit einem Auge. Ah. Aha. Also wir müssen irgendwas da drauflegen. Aber die Frage ist jetzt, was wohin? Ich habe ja so eine Vermutung. Genau. Das sind nämlich wahrscheinlich alles Sachen hier von den... Von dem Mädchen, aber... das... Ich, nee, oder das kann ja dann doch nicht von dem Mädchen sein. Vielleicht können wir hier so ein Ritual irgendwie. Nichts Hilfreiches. Hm. Also hier geht es wahrscheinlich wieder mal um die richtige Reihenfolge. Vielleicht bringen uns da die Zeichnungen irgendwie weiter. Noch weiß ich nicht genau.
Das ist ein Blatt. Ein Blatt, Blitz und Donner, doch ich glaube. Okay. Ich vermute mal, die Stecknadeln werden hier drauf gehören. Foto. Wenn sie hier das mit dem Blitz und Donner hat. Dann haben wir hier noch die Sonne. Dann müssen da also die Haare drauf. So weit, so gut. Okay, das ist wieder so wie beim letzten. Wenn da definitiv die Haare drauf müssen. Vielleicht dann so. Yay. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert, aber es kann irgendwie nur unheimlich sein. Das Symbol erstrahlt und das Wort Zorn blutet aus der Wand. Es sagt Zorn. Und etwas sickert heraus, ja. Blut natürlich, was wir jetzt mit der Pipette nehmen können. Endlich haben wir Blut und eine ganze, ganze Menge weniger Zeug im Inventar. Vielleicht ist das ja sogar der Name, den wir da. Ich glaube, ja, natürlich ist es Blut. Ach, Herr Jemil. Geh zurück. Was sagt denn unser PDA? Nachdem ich herausgefunden hatte, was die Kinder den bösen Kräften als Friedensangebot reichten, erschien ein Symbol an der Wand und das Wort Thorn blutete heraus. Ja, es sah definitiv wie Blut aus. Die Stimme in meinem Kopf wird immer stärker und sagt mir, dass ich hier richtig liege und weitermachen soll. Ich glaube, sie braucht mich. Okay, dann gehen wir mal zurück. Weil ich denke, jetzt sind wir hier richtig bei dem DNA-Tester. Jetzt können wir hier auf jeden Fall. Zack. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Namen. Und das könnte natürlich das Wort sein, was wir da eben gelesen haben. Die Buchstaben sind korrekt. So, wie geht's jetzt weiter? Das Fach hat sich geöffnet. Datum 16.07.1985. Thorn, Victor M. Größe, Gewicht 180. Gültig bis 14.02. Todesart Unfall. Todesursache Verbrennungen. Obskur, okay. Der Ausweis eines Obskuragenten. In der Ferne ersperrte ich die verhüllten Gestalten, die mit Kerzen den Weg entlang gingen. Ich dachte, ich werde wohl langsam verrückt. Etwas trieb mich an und ich bestimmte, dass ich ihnen folgen muss, egal wohin sie gingen. Sie gingen durch das Tor des Sanatoriums und ließen mich davor stehen. Als sie verschwunden waren, schaute ich mich nach einem Eingang um, aber ich fand mich in einer Art Forschungslabor wieder. Ihr Labor, nehme ich an. Yo, wir befinden uns hier in einer neuen Maske. Wir haben hier diesen Ausweis. Und mal gucken, was der PDA sagt. Ich habe ein Unfallprotokoll und den Obskurausweis eines Victor M. Thorn gefunden. Anscheinend ist er verbrannt und hat bei einem Explosionsunfall eine Hand verloren. I. Zumindest habe ich seinen Ausweis, den ich den Leuten zu Hause zeigen kann. Sie würden mir nie glauben, wenn ich ihnen von der Organisation erzähle. Ja, warum auch? Ist ja auch ein bisschen schräg, die Geschichte. Okay. Ich freue mich, dass wir diesmal endlich ein Stückchen weitergekommen sind. Und wir befinden uns hier in einer neuen Maske. Und das bietet sich doch mal wieder ganz gut an, um die Aufnahme zu beenden. Und dann sehen wir uns, denke ich, hier wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin freue ich mich auf euch. Bleibt dran, eure Kalugia. Bye, bye.